Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte heute das Thema Risikokapital beleuchten. Ausgehen will ich eigentlich davon, dass wenn es Wandel und Wachstum geben soll, muss irgendjemand das Risiko tragen. Ja? Also Innovation heißt Risiko. Innovation können die Unternehmen nur kommerzialisieren, wenn sie auf internationale Märkte gehen. Und sich dem weltweiten Wettbewerb auszusetzen, heißt Risiko. Also da müssen die Unternehmer, sind als Erste gefragt, das Risiko tragen. Aber die darf man mit dem Risiko auch nicht allein lassen. Für ihr Wachstum brauchen sie Verstärkung, sie brauchen Nachschub durch Finanzierung und vor allem durch risikotragende Finanzierung, Risikokapital. Und das ist für die Gesamtwirtschaft umso wichtiger, je mehr wir den Anspruch erheben, zu den Innovationsführern aufzusteigen und international zu reüssieren. Denn eine Wirtschaft an der Grenze der Innovation muss mehr Risiko nehmen. Und eine Wirtschaft, die dem internationalen Wettbewerb so stark ausgesetzt ist, wie eine kleine offene Volkswirtschaft das naturgemäß ist, muss auch mehr Risiko tragen. Und deshalb ist Risikokapital von außen, das können die Unternehmen nicht alleine generieren, so außerordentlich wichtig. Ich persönlich glaube auch, dass der Mangel an Risikokapital inzwischen zu einem Nadelöhr der heimischen Innovationspolitik geworden ist. Und das möchte ich jetzt beleuchten mit Ihnen. Der Bedarf nach Risikokapital ist natürlich ungleich in der Wirtschaft finanziert. Ein Großteil der Innovation erfolgt bei den großen Konzernen, aber die dominieren das Volumen der gesamtwirtschaftlichen Innovation, aber die haben jetzt keine besonderen Finanzierungsprobleme. Nicht? Aber dann gibt es eben den Bereich der Start-ups. Der Start-ups, die oft pro Euro eingesetzter Forschungsgelder erfolgreicher sind und Mehrwertschöpfung generieren und nachher großes Wachstum generieren können, die sind für die Erneuerung der Wirtschaft außerordentlich wichtig und die brauchen Nachschub durch Risikokapital, durch Finanzierung und durch Risikokapital. Das ist entscheidend, weil die Erneuerung der Wirtschaft durch Strukturwandel passiert. Neue Unternehmen ersetzen alte und die neuen wachsen zur nächsten Generation multinationaler Unternehmen heran. Also ein richtiges Wachstumsunternehmen erreicht bis zu in Kürze Personalbestand 100, 200 Leute und wird sofort international und sind daher einem großen Risiko ausgesetzt. Risikokapital hat zwei Aufgaben. Einerseits eben risikotragendes Kapital bereitzustellen. Das ist ja die Voraussetzung dafür auch, dass die Unternehmen nachher auch Zugang zu Kredit bekommen. Denn einem überschuldeten Unternehmen mit wenig Eigenkapital kann eine Bank keinen Kredit geben. Die müssen ja auf ihre Sicherheit schauen. Also das Erste, Finanzierung in Form von Risikokapital bereitzustellen und damit das Innovation und Wachstum zu ermöglichen. Und das Zweite ist auch den größtmöglichen Erfolg aus dieser Finanzierung herauszuholen. Ja, durch kluge Auswahl natürlich, damit das Risikokapital an der richtigen Stelle eingesetzt ist, wo das größte Potenzial ist, aber auch durch Netzwerke bereitstellen, strategische Beratung, die Unternehmen eben auch auf Wachstum zu trimmen, damit mehr Beschäftigung zustande kommt. Gut, so schaut nach der KMU-Bilanzdatenbank die Eigenkapitalausstattung der österreichischen Wirtschaft aus. Sie ist besser geworden in der letzten Zeit, aber wenn man das international vergleicht, immer noch deutlich geringer wie anderswo. Und große Unternehmen haben offensichtlich mehr Eigenkapital. Sie haben ja auch lange Zeit gehabt, durch interne Gewinntesaurierung selbstfinanziertes Eigenkapital aufzubauen. Das ist die Hauptquelle des Eigenkapitals in der Wirtschaft. Das dauert aber sehr lange. Und das geht für die jungen Unternehmen und Startups und für die Wachstumsunternehmen viel zu langsam. Ja, und dann sehen wir halt, dass die Kleinstbetriebe oder Kleinunternehmen, Kleinbetriebe, die offensichtlich noch Wachstumspotenzial haben, wenn sie innovativ sind, eben mit deutlich weniger Eigenkapital ausgestattet ist. Und das ist das Problem in der Wirtschaft, dass Innovationen und Investitionen nicht zustande zu kommen, wenn es Finanzierungsbeschränkungen gibt, mangelnden Zugang zu vor allem risikotragendem Kapital. Der entsteht, wenn eine geringe Selbstfinanzierungskraft
zusammentrifft mit einem großen Wachstum, also bei den Wachstumsunternehmen. Ja, die sind noch jung, haben noch wenig Selbstfinanzierungskraft, in der ganz ersten Phase vielleicht überhaupt keine Gewinne, die man einsparen könnte. Ja, das heißt, die brauchen Zufuhr von Risikokapital durch außen. Wir haben das mal in einer Studie ermittelt. Das ist jetzt ein Sample von Unternehmen, KMU-Unternehmen auf der linken Seite. Und die haben wir verglichen miteinander, in zwei Gruppen geteilt. Die Referenzgruppe, eine Gruppe von Unternehmen, die Eigenkapital in der Vergangenheit von außen, Beteiligungskapital aufgenommen haben. Und auf der rechten Seite solche, die kein Eigenkapital von außen aufgenommen haben, kein Risikokapital erhalten haben. Und der untere Teil hier, der untere Teil von jenen, die, also die, der Punkt hier, der wichtige Punkt hier ist, dass diese beiden Gruppen von Unternehmen nach allen möglichen Kriterien, die wir auflisten konnten, vergleichbar sind. Ja, gleicher Umsatz, gleiche Personalgröße, gleiche F&E-Intensität, alle Kriterien, die wir verwenden könnten, sind die Unternehmen gleich. Sie unterscheiden sich nur darin, dass manche eben externe Beteiligungsfinanzierung erhalten konnten und andere nicht. Ja, also die Linken konnten externe Beteiligungsfinanzierung erhalten, externes Risikokapital, deren Eigenkapital hat sich dann aufgrund dessen zur Hälfte von internem Eigenkapital, das sind die thesaurierten Gewinne, junge Unternehmen hatten noch wenig Zeit, das anzusparen und dann kommt das externe Risikokapital dazu. Und auf der rechten Seite sind vergleichbare Unternehmen selbe Größe, die kein Risikokapital erhalten haben und die sind halt viel kleiner. Und mit viel weniger Eigenkapital, wesentlich weniger Eigenkapital, kann man auch weniger Bank Kredit aufnehmen, weil er nicht tragbar ist. Ja? Das heißt, das ist eigentlich die Gruppe, die man dann nachher identifizieren kann als Unternehmen, die finanzierungsbeschränkt ist, weil sie ja die gleichen Eigenschaften haben wie die Linken, haben sie ebenso großes Wachstumspotenzial, kann man schließen. Ja? Das heißt, wenn die dann Finanzierungseigenkapital von außen erhalten, könnten sie eben dadurch einen Wachstumsschub realisieren. Das ist die Botschaft dieser Grafik. Dazu braucht man eben Risikokapital in der Wirtschaft. Und wenn ich von die Begriffe Wagniskapital und Risikokapital verwende, ich fließend. Ja? Eine normale Beteiligungsfinanzierung ist Risikokapital, weil das mit Eigenkapital finanziert wird und das Risiko trägt. Aber das kann eben mehr oder weniger intensiv in der Beratung und begleitenden Professionalisierung der Unternehmen hereingehen. Es kann also aktiv oder weniger aktiv sein. Die Wagnisfinanzierung ist sozusagen die zeitintensivste und Beratung die intensivste Form der Risikokapitalfinanzierung. Naja, Sie sehen in Europa im Durchschnitt, das ist der rote Balken, es gibt viele Länder, die wesentlich aktiver sind, ja, eine gute Start-up-Szene haben und dann die halt mit Risikokapital finanzieren. Und wenn ich die Grafik vorher schaue, dann offensichtlich hier ein Unternehmen damit mehr Wachstumspotenzial erschließen können. Und dann ganz links, links davon, das sind natürlich viele kleine Länder, osteuropäische Länder, aber auch ganz links ist halt eben Österreich. Es gibt verdammt wenig davon. Warum ist das so ein großes Problem? Warum brauchen wir das? Weil eben Innovation und Wachstum Risiko bedeutet und die ertragreichsten Investitionen, Innovationen in der Wirtschaft mit dem größten Wachstumspotenzial sind auch die riskantesten. Und deshalb braucht es Risikokapital. Die Unternehmen finanzieren sich aus zwei Quellen von außen. Die wichtigste Finanzierungsquelle ist ja thesaurierte Gewinne, aber das können die jungen Wachstumsunternehmen noch nicht in dem Ausmaß mobilisieren. Also dann sind sie auf Banken angewiesen und auf Eigenkapitalfinanzierung durch außen. Jetzt die Banken sind ja stark reguliert und müssen schauen, dass ihre Kreditvergabe Sicherheit generiert. Das heißt, der Kredit selber ist auf eine sichere Rückzahlung aus und will ja möglichst wenig Risiko tragen. Das heißt, die Kreditfinanzierung nimmt das und den Unternehmen das Risiko nicht ab. Ja? Sie verlangen einen festen Zins, es gibt keine Erfolgsbeteiligung, finanzieren viele Unternehmen, also die Unternehmensfinanzierung ist auch dann weniger beratungsintensiv im Vergleichsweise jedenfalls. Das Eigenkapitalfinanzierung der Banken, das betreiben österreichische Banken, weil es offensichtlich im Risikokapitalsektor so wenig davon gibt, betreiben sie das auch, aber das wird immer schwieriger, weil die Regulierung diesen Finanzierungsweg über den Bankensektor immer mehr verunmöglicht. Ja, also in der Zukunft, wenn die Bankenregulierung berücksichtigt, wird die private Risikokapitalfinanzierung für die österreichische Wirtschaft noch viel wichtiger als in der Vergangenheit. Ja.
Und die Start-ups und Wachstumsunternehmen brauchen aber eine Finanzierung, die Risiko übernimmt und nicht einen sicheren Kredit. Ja, die Überschuldung und der Zinsendienst, der damit verbunden ist, ist ja die größte Existenzgefahr für die Unternehmen, wenn es in der Konjunktur eine Rezession gibt. Nicht? Das heißt, die brauchen in erster Linie Kapitalgeber, deren Erträge mit dem Risiko schwanken. Ja? Also sie brauchen risikotragendes Beteiligungskapital und das ist auch eine Voraussetzung dafür, damit sie nachher auch Zugang zu Bankkredit haben. Ja, also hier gibt es keinen Gegensatz zwischen Bankenfinanzierung und privater Risikokapitalfinanzierung, die hängen inhärent zusammen. Ja, aber es braucht vorher genügend Eigenkapital, damit der Bankkredit gut tragbar ist für die Unternehmen. Welche Probleme haben Start-ups? Wir müssen uns ja überlegen, welche Funktionen genau das Risikokapital in der Privatwirtschaft übernehmen kann, in der Marktwirtschaft. Ja, das erste ist einmal das große Risiko. 50% scheitern in den ersten 4 Jahren in etwa. Also das ist ein gewaltiges Risiko, das hier von den Unternehmen getragen wird. Und je innovativer, desto riskanter. Ja? Also in den riskantesten, innovativsten Bereichen, ja? Wenn man nach Silicon Valley schaut und diesem Urmodell des Venture Capital, ja, da gelingen vielleicht 3 von 100 Investitionsprojekte, die wirklich zu einem Erfolg werden. Und der Rest muss ein Großteil abgeschrieben werden oder sind mittelmäßig sich entwickelte Unternehmen, die nicht viel Potenzial haben. Ja, also je innovativer, desto riskanter. Deshalb ist das für eine Wirtschaft, die den Anspruch hat, Innovationsführer zu werden, umso wichtiger. Ja. Aber es fehlt denen eben nicht nur Kapital am Anfang, also ja noch keine Selbstfinanzierung, mit Selbstfinanzierung angespartes Eigenkapital aufbauen konnten, sondern es fehlt meistens auch in der ersten Phase an unternehmerischer Erfahrung. Ja, und das ist der zweite wesentliche Input, den Risikokapital und vor allem Wagniskapital geben kann, eben die strategische Beratung oder auf gut Deutsch die Unternehmen auf Wachstum zu trimmen, ja, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Ja. Und das ist das Modell des Risikokapitals oder Wagniskapital in seiner beratungsintensivsten Form. Ja. Das erste ist mal, dass hier eine ganz strenge Projektauswahl stattfinden muss. Ja, da geht viel Aufwand da hinein, damit das Kapital auch wirklich dorthin fließt, volkswirtschaftlich, wo es das größte Potenzial hat. Das ist die erste Aufgabe, ja, dass die Gesellschaften selber Gewinn machen, aber volkswirtschaftlich das Kapital dorthin fließt, das Eigenkapital, wo es den größten Erfolg, Potenzial hat. Dann natürlich die Risikoübernahme, indem man die Finanzierung in Form von Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten gibt. Ja, und dann halt eben, übrigens aus der Eigenkapitalfinanzierung kommen ja auch die Anreize für die Kapitalgesellschaften selber mit Beratung und Kontrolle auf die Entwicklung der Unternehmen aktiv einzufließen, weil sie so ihr Risiko, das sie übernehmen, auch stärker kontrollieren können, ja, und mehr aus dem selber zum Ertrag des Unternehmens beitragen können. Ja, das ist die Eigenkapitalfinanzierung da so wichtig. Und das dritte ist halt strategische Managementberatung, Unterstützung, Überwachung und Kontrolle. Man muss sich einfach wissen, dass bei jeder Insolvenz eines Unternehmens meistens Managementfehler die Ursache sind. Ja, meistens Managementfehler. Nicht? Deshalb ist an der Stelle eben die strategische Beratung der Unternehmen durch Management auch so außerordentlich wichtig, um aus den Investitionen mehr herauszuholen und mehr Wachstum zu generieren. Ja? Gut, dann gibt es natürlich auch eine Kultur, dass nicht alle Unternehmer glücklich sind, Beteiligungsfinanzierung von außen zu akzeptieren, weil sie damit ja auch einen Kontrollverlust hinnehmen. Aber das Wagniskapital selber ist ja auch von einer zeitlich begrenzten Dauer, maximal 10 Jahre, dann wollen die aussteigen. Ja? Deshalb muss, es ist auch wichtig, wenn die Unternehmen über 10 Jahre stark wachsen, bilden sie ja immer mehr Eigenkapital an und werden für Bankfinanzierung immer mehr reifer dazu. Ja, das reicht dann. Und sie haben professionalisiert, Erfahrung gesammelt und auch die Managementberatung ist dann nachher nicht mehr so wichtig. Das heißt, der komparative Vorteil der Wagnisfinanzierung in der ersten Unternehmensphase verschwindet laufend und wird ersetzt durch normale Bankenfinanzierung, die natürlich ihre Unternehmen auch begleiten.
Ja, und das heißt, die steigen dann aus und damit das Kapital, das sie verwalten, dann auch wieder neuen Unternehmen zufließen können, wo es dringender gebraucht wird. Ja. Und das ist aber auch das Versprechen, das man den Unternehmen geben kann, dieser Kontrollverlust, indem man eine Beteiligungsfinanzierung von außen akzeptiert, der ist begrenzt. Wenn die Risikokapitalgeber wieder aussteigen, ja, dann streuen sie die Beteiligungsanteile an der Börse und die Unternehmer halten die Kontrolle auch wieder stärker zurück. Das, was die primäre Motivation des Unternehmertums auch ausmacht, Selbstbestimmung. Ja. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es geht hier um Start-up-Finanzierung. Ja, vorwiegend um die Finanzierung junger, kleinerer Unternehmen und im Besonderen im innovativen Bereich. Ja? Gut. Und wenn die Unternehmen dann heranwachsen zu großen Unternehmen, dann wird diese Risikokapitalfinanzierung dann immer weniger wichtig und sollte eigentlich der nächsten Generation neuer Unternehmen dahin fließen. Ja? Und so ergibt sich auf dem Finanzplatz insgesamt eine ausgewogene Aufgabenteilung zwischen Banken und Risikokapital. Die Börse ist eben, weil sie den Ausstieg für die profitabelsten Projekte ermöglicht, ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung des Wagniskapitalsektors. Da schaut es aber relativ stark aus. Ja, also IPO ist der rentabelste Ausstieg für die besten Startups, die dahin kommen können. Deshalb ist eine liquide Börse, die das ermöglicht, auch wichtig. Aber Sie sehen hier die blauen und grünen Balken, das ist USA und Kanada, das ist der Anteil der Desinvestitionen von Wagniskapital, ja, der Ausstieg aus den Unternehmen, wenn sie die Hürden überwunden haben, der über die Börse läuft, und die roten Balken ist Europa. Und in Österreich ist es noch schlimmer, wir haben ein Defizit gegenüber dem europäischen Durchschnitt. Hier sehen Sie eine andere Grafik, die hier zeigt den Anteil, den Zusammenhang Wagniskapital in Prozent des BIPs und Börsenkapitalisierung. Ja, die Richtung geht nach oben. Je größer die Börse ist, desto mehr kann man auch darauf hoffen, dass man einen umfangreicheren Wagniskapitalsektor haben kann, der für die Innovationsfinanzierung in der Wirtschaft so wichtig ist. Ja? Wenn man die Ausreißer USA oder Israel, wo viel von der Forschung, Entwicklung und Finanzierung über die Verteidigungsforschung zustande kommt, ja, und das mal weglässt, dann gibt es da immer hier noch einen nach oben gehenden Bereich, der eigentlich zeigt, ja, dass eine liquide Börse und breiter gesehen ein liquider Kapitalmarkt für die Entwicklung der Wagnisfinanzierung wichtig ist. Ein anderer Aspekt ist der Kapitalmarkt, der von den Pensionsfonds belebt wird. Ja, es gibt die Pensionsfonds in ihrer Diversifizierung, die müssen ja sicher anlegen für die Altersvorsorgegelder, müssen sie sicher anlegen. Aber es gibt eine Portfoliodiversifizierung. Wenn die 2-3% ihres Vermögens in dem Bereich stecken, dann kann das dem Sektor einen großen Impuls geben. Das hat auch die Forschung in anderen Ländern gezeigt. Ja. Und da haben wir halt hier Länder wie Schweiz oder Niederlande, mit denen wir uns ja sonst durchaus gerne vergleichen, die haben eben eine starke kapitalgedeckte Säule im Pensionsfonds. In der Schweiz etwa 120% des BIPs sind die Anlagegelder der Pensionskassen. Wenn die da ein paar Prozentpunkte nur in den Bereich stecken, dann ist das ein Impuls für den Wagniskapitalfinanzierungssektor. Nicht? Das ist, würde dann Liquidität schaffen, der teilweise halt eben auch dem Sektor zugute kommt. Jetzt, sollte vielleicht mit der Zeit sparen. Hier sind einige Forschungsergebnisse aufgelistet, die einfach im Grunde genommen die Grundidee hier ist, dass die Forscher Unternehmen verglichen haben, junge Wachstumsunternehmen verglichen haben, solche, die sich normal finanzieren und andere, die sich mit externem Risikokapital und Wagnisfinanzierung finanziert haben. Ja? Und dann sieht man, dass mit dem Hinzutreten einer externen Beteiligungsfinanzierung und von Wagniskapital, das meistens einen Wachstumsschub im Unternehmen auslöst. Ja? Indem sich das Unternehmen professionalisiert, ja, indem es darauf schaut, dass es schneller am Markt tätig ist. Das ist insbesondere für die Auslotung des Innovationspotenzials so außerordentlich wichtig, indem der Chief Financial Officer eingestellt wird, indem das Marketing professioneller. Auf all diese kommerziellen Aspekte, das sind Aspekte, die man unter dem Stichwort zusammenfassen kann, die Unternehmen auf Wachstum trimmen. Ja? Und das ist das Geschäft der Wagnisfinanzierung jenseits der Bereitstellung von Finanzierung. Ja?
Das nächste hier, der vorletzte Balken, ist einfach auch, dass die Finanzierung mit Wagniskapital, die Beteiligungsfinanzierung muss ja genau suchen, wo sie ihre Finanzierung hingibt, nämlich bei den wirtschaftlich interessantesten Projekten. Wenn die dann einsteigen, ist das meistens auch eine gute Voraussetzung für zusätzliche Bankenfinanzierung. Ja, das schafft das Vertrauen, dass Banken dann weitere Finanzierung auch geben, weil da eben nicht nur Eigenkapital da ist, mehr Eigenkapital da ist, sondern auch eine ein Professionalisierungsinput durch die Finanzierer. Und sonst haben Sie da gehabt, wenn Sie von diesen Wahrscheinlichkeiten... Ja, das sind empirische Untersuchungen, die sich auf die Vergangenheit, auf die letzten 20 Jahre beziehen und dann diese Unternehmensvergleiche gemacht haben. Ja, solche Unternehmen, die sich mit Wagnis finanziert haben und solche, die nicht Wagnis finanziert haben, und daraus den Schluss gezogen hat, dass mit dem Hinzutreten von Wagnis Kapitalfinanzierung, das gelingt nicht in jedem einzelnen Fall, das sind statistische Betrachtungen, aber im Durchschnitt man dann erwarten kann, dass ein großer Schub für die Unternehmensentwicklung stattfindet. Und man kann das auch gesamtwirtschaftlich betrachten, also das bezieht sich jetzt auf die USA. Die Wagnisfinanzierung, Risikokapital ist ein kleiner Teil der gesamtwirtschaftlichen Investitionsfinanzierung, aber mit disproportional großer Bedeutung. Ja, und in den USA hat man ermittelt, dass etwa 2-3% der F&E-Ausgaben mit Wagniskapital finanzierten Firmen getätigt werden, die aber, wenn man das hochrechnet, für etwa 14% der gesamtwirtschaftlichen Innovation verantwortlich sind. Ja, das sind halt, wenn Sie dann Beispiele suchen, in Silicon Valley, die großen Internetkonzerne und so weiter, die haben in ihren Startup in ihrer ersten Phase dann meistens eben Wagniskapital gehabt. Gut, jetzt konnte ich Sie hoffentlich überzeugen, dass das für eine innovative Wirtschaft, die innovationsgetriebenes Wachstum zustande bringen soll, ein außerordentlich kritischer Aspekt ist. Und wenn wir das nicht haben, ist das halt ein Nadelöhr der Innovationspolitik. So würde ich das betrachten. Dieses Problem, dass dieser Sektor bei uns nicht gedeiht, ist aber schon sehr alt. Ja, wir sind offensichtlich in einem schlechten Gleichgewicht und sind da stecken geblieben und kommen nicht raus aus der Situation. Ja? Und in dieser Situation, glaube ich, braucht es wirklich eine konzertierte Aktion, dass man diesen Zustand überwinden kann. Ja? Und da habe ich mir ein 5-Punkte-Programm überlegt, das einfach mal zunächst von der Nachfrage nach Risikokapital ausgeht, bis hin zur Finanzierungsseite. Ja, also das Erste wäre einfach, innovatives Unternehmertum zu stärken. Ich meine, jetzt da haben wir vielleicht nicht das größte Defizit, aber ich erwähne es der Vollständigkeit halber, denn je mehr der Technologietransfer in die Privatwirtschaft und die Start-up-Szene aus den Forschungszentren hinaus funktioniert, desto mehr Unternehmen gibt es, die einen Bedarf an Risikokapital haben und dann nachher damit stärker wachsen. Dann wäre schon viel gewonnen, wenn man Barrieren im Steuersystem, das ist der zweite Punkt, abbaut. Das eine ist, das Steuersystem auf der Personenebene werden ja die Zinserträge durch die Kapitalertragssteuer, nicht nur die Zinserträge, sondern auch die Beteiligungsgewinne, also da werden und Dividendenausschüttung, die verschiedenen Erträge aus den verschiedenen Finanzierungsformen, alle mit 27,5 relativ systematisch in Österreich erfasst, gleichmäßig. Aber auf der Unternehmensebene sind die Fremdkapitalzinsen abzugsfähig und die Eigenkapitalzinsen nicht. Das ist ein mächtiger Anreiz zur Fremdfinanzierung und eine starke Benachteiligung der Eigenkapitalfinanzierung. Ja, auch in anderen Bereichen muss man sich schon wundern, warum dieser Aspekt des Steuersystems eigentlich nach der Finanzkrise noch überleben konnte. Ja, zuerst, wenn wir von Finanzkrise und Banken sprechen, zuerst lockt man die Banken mit einem Vorteil für Fremdfinanzierung selber dahin, dass sie möglichst wenig Eigenkapitalfinanzierung haben und nachher will man sie mit Regulierung wieder hochbringen. Aber das gilt für die gesamte Wirtschaft. Ja? Das schafft einfach den Anreiz, sich mit Fremdkapital zu finanzieren, obwohl gerade für das wachstumsträchtige Segment der Unternehmen nichts dringender wäre als Finanzierung mit Eigenkapital und vor allem Eigenkapital von außen. Ein anderer Aspekt ist der Verlustausgleich und Verlustvortrag, ja, der auf der Investorenseite ansetzt, die ein Risiko tragen müssen. Der ist vielfach eingeschränkt.
Ja? Also jedenfalls, wenn es insgesamt die Möglichkeiten des Verlustausgleichs betrifft, eingeschränkt. Der Staat will sich da am Risiko nicht beteiligen, obwohl ja die riskanten Assets eigentlich höhere durchschnittliche Erträge erzielen würden und ein höheres durchschnittliches Steueraufkommen dann ergeben würden. Also das wäre ja keine Begünstigung noch, sondern erst eine Neutralität im Steuersystem herbeiführen. Ja? Wenn man aber von einem schlechten Gleichgewicht herauskommen will, ja, und in einer konzertierten Situation diese Dinge überwinden will, dann kann man auch darüber nachdenken, vorübergehende Steueranreize zu setzen. Ja, da gibt es verschiedene Ideen dazu. In dem Bereich wird von den Unternehmen und von den Kapitalgebern ein Großteil der Einkommen in Form von Kapitalgewinnen erzielt. Ja, deshalb ist wird vielfach als eine begünstigte Behandlung von Kapitalgewinnen dazu vorgeschlagen. Ich würde sagen, sowas wäre nicht langfristig gerechtfertigt, aber vorübergehend, um aus einem schlechten Gleichgewicht herauszukommen, würde ich das finanzieren, akzeptieren. Das dritte ist einfach die rechtlichen Aspekte. Das ist schon geschehen. Also es gibt natürlich, die rechtliche Situation hat einen gewaltigen Auswirkung darauf. Also der Investorenschutz und das Kapitalmarktrecht hat eine große Auswirkung darauf, wie stark Eigenkapital nachgefragt und bereitgestellt wird. Ja? Insolvenzrecht ist wichtig, denn das Scheitern gehört ja für die Unternehmen zum Normalfall. Ja? Oder Stärkung der Eigentümerrechte, wenn es darum geht, die von außen einen großen Informationsnachteil gegenüber den Unternehmensleitungen haben. Ja? Versierte Kapitalgeber, Risikokapitalgeber können das mit eigener Erfahrung kompensieren, aber andere nicht. Und natürlich auch Transparenz, dass externe Kapitalgeber wissen, in welches Unternehmen sie investieren und welche Kennzahlen dort gibt und dann eine vernünftige Investitionsentscheidung treffen können. Denn diese Transparenz schafft dann das Investorenvertrauen, um Finanzierung bereitzustellen. Dann haben wir gesagt, die Börse, eine liquide Börse und ein liquider Kapitalmarkt ist nicht nur wichtig für die Refinanzierung der Beteiligungsgesellschaften und Risikokapitalgesellschaften, sondern auch dafür, dass sie nachher ihre Anteile wieder verkaufen können und aussteigen können. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, für den die Liquidität der Börse sehr wichtig ist. Und da braucht man ein größeres Volumen und mehr Liquidität und mehr Tiefe des Kapitalmarkts. Und ich sehe in Österreich keinen Weg, das herbeizuführen, beispielsweise durch Anreize für Privatanleger und ähnliche Dinge. Es fehlen in Österreich große institutionelle Anleger in einem vergleichbaren Ausmaß, wie es andere führende Innovationsländer haben. Und deshalb sage ich halt, teilweise Kapitaldeckung des Pensionssystems. Das ist im Übrigen etwas, das häufig kritisiert wird, aber ich würde sagen, auch in der Alterssicherung gibt es verschiedene Risiken und auch dort sollte man das Risiko diversifizieren zwischen dem Umlagesystem und dem Kapitaldeckungssystem. Jedenfalls so unbedeutend wie die Pensionskassen in Österreich sind im Vergleich zu anderen Ländern, würde schon ein kleiner Schritt in Richtung Kapitaldeckung hier viel Volumen auf den Kapitalmarkt bringen, das wenigstens in Teilen diesem Sektor auch zufließen kann. Es wäre möglich, indem jeder Freiberufler ganz einfach auch die 10% einzahlen darf, steuerbegünstigt, dann könnte man das ausweiten. Ja, wir kommen ja dann wahrscheinlich auf verschiedene Alternativen jetzt zu sprechen. Und der letzte Punkt ist halt die Rolle der Innovationsfinanzierung insgesamt, AWS, öffentliche Innovationsfinanzierung verbunden mit Risikokapital. Ja, wenn es im privaten Bereich wenig Risikokapital gibt, dann ist das eben ein Ausweg, diese Lücke auch zu schließen. Aber ich möchte auch dazu geben, also eines der wichtigsten Programme, die der AWS hat, aus meiner Sicht, ist diese Funds-in-Funds-Strategie. Ja? Den privaten Risikokapitalgesellschaften das Kapital zu geben und nicht direkt selber in die Unternehmen zu investieren. Das wird man im Teil der Innovationsfinanzierung ohnehin teilweise machen, aber vor allem den privaten Gesellschaften Kapital bereitzustellen, damit die das dann selber investieren. Nicht? Man muss eben auch in dem Bereich darauf achten, dass es eine Wettbewerbsneutralität gibt und kein Crowding-out gibt. Das wären meine fünf Punkte. Ich möchte als letztes einfach nur darauf hinweisen,
wir sind in einer Situation, das Problem ist schon seit 20, 30 Jahren ungelöst in Österreich und es ist eigentlich nicht wirklich ein großer Ausweg in Aussicht. Also aus meiner Sicht braucht es eine konzertierte Aktion an mehreren Hebeln gleichzeitig drehen, um eine Chance haben, aus diesem schlechten Gleichgewicht herauszukommen. Eine isolierte Maßnahme alleine wird einfach darin beschränkt sein und nur beschränkte Wirkung entfalten, wenn es in den anderen Feldern nicht stimmt. Ja, deshalb müssen die Hebel gleichzeitig umgelegt werden. Konzertierte Aktion, das wäre mein Vorschlag. Vielen Dank.